Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu den Star Stable News vom 14.09.2016. Yay, heute ist es endlich reingekommen, das lang erwartete Epona-Championat direkt bei New Hillcrest. Wie Star Stable uns mitteilte, warten dort Autos, Bienen und andere abenteuerliche Hindernisse auf uns. Leider ist noch keine Zeit bekannt gegeben worden, wann die Championate stattfinden. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich dazu ein Video aufzunehmen. Mein erstes Championat werde ich direkt aufnehmen, egal ob Win oder Fail oder was auch immer. Und ich hoffe, dass ich euch dann schon etwas mehr über die Zeiten bekannt geben kann. Star Stable, ja, spoilerte uns ja letzte Woche schon ein wenig mit einer schwarzen Silhouette eines Pferdes auf Instagram. Wir haben fleißig geraten, was es denn sein könnte, und diese Woche hat Star Stable dann das komplette Bild enthüllt. Und zwar kommt der Lipizzaner nach Jorvik. Und wie ich finde, wie er auf dem Bild aussieht, ist er wirklich, wirklich gut gelungen. Ich bin doch sehr gespannt, sie haben geschrieben bald, aber ich denke dann ganz klar, dass er nächste Woche rauskommen wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin beim Lipizzaner doch sehr gespannt, was sie mit den Farben machen, denn man kennt ihn mittlerweile ja eigentlich fast nur noch als Schimmel. Er wird natürlich dunkel geboren, wird dann aber mit 6 bis 10 Jahren weiß, und ganze 91% aller existierenden Lipizzaner sind tatsächlich Schimmel. Es gibt noch ganz, ganz selten braune Rappen, Füchse und Falben, aber es gab tatsächlich ursprünglich bei den Lipizzanern mehr Farben. Unter anderem auch Perlinos, Platten oder Tigerschecken. Von daher bin ich sehr gespannt, was Star Stable sich da farblich einfallen lässt und ob sie verschiedene Weißschattierungen rausbringen oder tatsächlich auch die anderen Farben noch mit reinnehmen, die auch gelegentlich auftreten können. Zu guter Letzt darf aber natürlich auch das Shopping Center wieder nicht fehlen, denn da gibt es diese Woche sowohl für euren Reiter als auch für euer Pferd neue Ausrüstung. Beim Reiter ist es jetzt langsam eher etwas herbstlicher, langärmlich, mit langen Hosen, und neue Stiefel und Handschuhe sind auch dabei. Und für das Pferd gibt es ein blau-weißes Set bestehend aus Zaumzeug, Sattel, Decke und Gamaschen. Ich muss euch sagen, die Sachen im Shop, die kann ich euch definitiv für Championate empfehlen, mit Ausnahme natürlich mal wieder der Hose für den Reiter, da sie keine plus 5 auf Reiten hat, wie die schwarze Jeans, sondern nur plus 4. Ansonsten könnt ihr da bedenkenlos zugreifen. Das war's dann auch schon wieder diese Woche vom Update. Ich bin gespannt, wann ich euch das Championat zeigen kann. Ich werde mich bemühen, so schnell wie möglich ein Video dazu machen zu können und eben auch so schnell wie möglich an die Zeiten zu kommen. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch viel Spaß, schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr zum Update sagt, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!